Grundrechenarten. In Calc. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie die Grundrechenarten in Calc angewendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Wir öffnen Calc und die Datei Grundrechenarten in Calc v6.ods. Wir befinden uns in der Tabelle Grundrechenarten. Die farbige Tabelle zeigt die Operatoren in der schulischen Ansicht und wie sie in Calc angewendet werden. In der Zelle E9 steht die Zahl 40. Wenn wir in diese Zelle klicken, sehen wir in der Formelleiste die Formel, die den angezeigten Wert berechnet. In die Zelle wurde gleich 30 plus 10 eingetragen, also eine Formel mit direkt eingetragenen Werten. Dabei handelt es sich um eine einfache Addition zweier Zahlen. In Zelle G9 wird mit den gleichen Zahlen, jedoch mit Werten aus anderen Zellen addiert. In der Formelleiste sehen wir nun die Formel, gleich I11 plus I9. Wir klicken oben in die Formelleiste und die zwei Bezugszellen werden farbig markiert dargestellt. Die Formelleiste verlassen wir mit Escape. In den Zellen E10 bis E12 sind entsprechende Berechnungen direkter Werte mit Subtraktion, Multiplikation und Division enthalten. Die Zellen G10 bis G12 sind wieder entsprechende Berechnungen mit Werten aus anderen Zellen. Summen können über mehrere zusammenhängende Zellen, die einen Zahleninhalt haben, berechnet werden. Dies kann in einer Spalte oder Zeile erfolgen. Wir setzen den Cursor in Zelle I14 und klicken auf das Symbol Summe. Es werden die darüber liegenden Zahlen in I9 bis I13 blau markiert angezeigt. Wir betätigen Return. Es wird die Summe der Zellen I9 bis I13 in I14 angezeigt. Es ist zu beachten, dass auch negative Zahlen, wie in I13, entsprechend mitberechnet werden. Wir setzen nun den Cursor in N9 und klicken wieder auf das Symbol Summe. Es werden in der Zeile, die links davon befindlichen Zahlen, I9 bis M9, blau markiert angezeigt. Wir betätigen Return. Im nächsten Schritt kopieren wir die Summenformel in E14, nach K14, mit Steuerung plus C und Steuerung plus V. In Zelle K14 wird nun die Summe der Felder, K9 bis K13, angezeigt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter